Hallo Zuschauer, danke, dass ihr heute den Weg zu meinem Kanal gefunden habt. Heute zeige ich euch mal wieder einen Panzer. Diesmal ein quasi Oldtimer in diesem Spiel, nämlich den IS-3. Und ich würde behaupten, dass 90% von euch diesen Panzer schon mal gespielt haben. Weil es ist einfach ein Panzer, an dem sehr, sehr viele Spieler vorbei müssen, weil er leitet halt zum IS-7. Und dementsprechend ist natürlich auch ein ganz interessanter Panzer. Deswegen mache ich auch ein Video über den. Und in diesem Video zeige ich euch so ein bisschen meine Meinung von dem Panzer, was ich von ihm halte, wie ich ihn finde, was man so beachten muss beim Spielen. Und da gibt es halt nicht gerade wenig. Und ob er noch gut ist. Ich meine, der ist ja schon sehr lange im Spiel drin. Wurde, glaube ich, auch schon ein-, zweimal gebufft. Aber ja, Zeiten ändern sich, deswegen werde ich ihn hier auch ein bisschen mit ein paar anderen Panzern in den Vergleich setzen. Erstmal, es ist ein IS-3 und ja, bei solchen sowjetischen Panzern, da ist Ziel natürlich nicht an erster Stelle, deswegen ist auch das Gunhandling nicht besonders gut, aber dazu kommen wir gleich noch. Erstmal der IS-3, ich finde den Skin sehr, sehr cool, den ich hier gerade verbaut habe. Den hatte ich mir, glaube ich, ein, zwei Wochen vorher gekauft, als der IS-3-Skin dann mal gratis war. Ich meine, sehr viele Spieler haben den ja bekommen, weil der in so einer täglich eine Runde spielen Challenge drin war, wenn das Sinn ergibt. Es war auf jeden Fall eine Aufgabe, da musste man jeden Tag mal eine Runde spielen. Oder hat man quasi nach 50 Tagen, ich glaube, da hat man dann zum Beispiel den Stritzwagen K bekommen oder KPZ 50 Tonnen. Und unter anderem dann auch den Tiger 2 Skin oder dann halt auch den IS 3 Skin. Den ich sehr, sehr cool finde. Ich finde solche Skins, wo immer so ein bisschen was vom Panzer fehlt oder wo was kaputt ist und so und dann irgendwas extra dran geschraubt ist. Das finde ich sehr, sehr cool. Der Skin, den find ich sehr cool. Ja, aufs Auto-Aim ist nicht immer Verlass. Deswegen bin ich ja gerade auch irgendwo auf T43 abgeprallt. Aber wir können ihn rausnehmen. Deswegen alles gut. Fangen wir doch direkt mal an. Der Panzer hat 1500 Strukturpunkte. Was für ein 8er Heavy ja, eher im unteren, im Mittelfeld zu sehen ist. Oder wenn nicht sogar recht weit unten einfach. Weil 1500, das hat zum Beispiel auch ein Tiger 1. Deswegen, ja, muss man da halt ein bisschen aufpassen, was das angeht. Weil dann halt die Leben, gerade auch wenn man dann gegen 10er und 9er spielt, dass dann die Leben auch sehr schnell weg sein können. Weil zum Beispiel so ein Objekt 752, 704, so heißt das Ding, das kann dann mit zwei Schüssen rausnehmen, deswegen muss man da auf jeden Fall aufpassen. Man hat 5 Grad Gun Depression, das heißt, man kriegt das Rohr 5 Grad nach unten und man kriegt das Rohr 23 Grad nach oben. Das heißt, wenn man an einem Hang steht, hat man keine Probleme. Wenn man aber irgendwie in unwegsamem Gelände seinen unteren Richtwinkel nutzen, wird das sehr, sehr schwer, weil da ist nicht viel, was dieser Panzer mitbringt. Das heißt, man möchte mit diesem Panzer auch ein bisschen Hügel und so, Hügelkuppen und unebenes Gelände vermeiden. Es ist wichtig, dass man das macht, weil zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal El Haluf. Da gibt es ja in der Heavyline diesen einen Hügel, wo man sich ganz gut draufstellen kann. Da würde ich jetzt mit dem IS-3 nicht hinfahren, weil die Gun Depression dazu fehlt. Deswegen muss man da aufpassen, ist nicht für jedermann was. Ja. Kommen wir dann zur Mobilität. Man hat 38 km Top Speed, ist nicht sehr viel, aber schon ganz in Ordnung. Und ein Leistungsgewicht von 14,25 PS pro Tonne. Was heißt, dass man den Top Speed von 38 km gut erreicht und man auf jeden Fall gut auch aus dem Quark kommt. Weil, ja, dieser Panzer fühlt sich auf jeden Fall spritziger an als andere Heavys, wie zum Beispiel ein Tiger 2. Man merkt auf jeden Fall schon, dass das Leistungsgewicht da ist und der Panzer dann dementsprechend auch ein bisschen zügiger ist. In der Runde konnten wir 1800 Basiserfahrung sammeln,
6 Kills haben wir gemacht, 4000 Schaden, 1600 Unterstützungsschaden. Weil wir da recht aggressiv lang gefahren sind und dann halt auch dementsprechend Gegner aufklären konnten, die eher im Hintergrund stehen. Weil auf Clip ist es ja recht häufig so, dass dann ein paar Jagdpanzer oder Mediums nicht so gern die Basis verlassen. Und von dieser Position, wo wir dann auch am Ende waren, da kann man das ganz gut aufklären. Was ich ja, glaube ich, auch schon in meinem Video zu der Karte gezeigt habe. Jetzt hier auf Wadi. Ich erzähle euch direkt, was ich hier vorhabe. Weil diese Schlucht in der Mitte oder dieses Flussbett, da fahre ich nicht rein. Also da fahre ich eigentlich nie rein. Vielleicht mit dem Type 5 würde ich da reinfahren, aber der ES3 ist mir dann doch ein bisschen zu mobil dafür. Deswegen fahre ich da nicht hin. Weil häufig wird man da von der Arti weggeklatscht und das regnet dann einfach die ganze Zeit. Oder irgendwelche Jagdpanzer aus dem Hintergrund können einen die ganze Zeit beschießen, ohne dass man die aufklären kann. Das macht da unten einfach keinen Spaß, deswegen mache ich einfach das, was ich auch mit Mediums mache. Nämlich fahre ich sehr aggressiv ran. Ihr seht das schon, ich habe hier richtig Bock. Das ist auch, glaube ich, eine der letzten Runden gewesen, vor der dritten Gamma. Das heißt, ich war dann bei sehr hohen Prozenten und wollte dann jetzt hier auch das möglichst Beste rausholen und nicht dafür sorgen, dass ich dann hier eine entspannte Runde habe, sondern quasi Risiko eingehen und dann hier möglichst hohes Payout zu haben. Also möglichst viel Schaden machen. Dann kommen wir noch zur Kanone des Panzers. Man hat 390 Alpha-Schaden, typisch für eine 122mm Kanone. Auf jeden Fall bei den Sowjets. Man hat dafür eine 9,41 Sekunden Nachladezeit. Das entspricht dann einer DPM von 2488. Das ist jetzt nicht so viel, aber sagen wir es so, es ist okay. Ist nicht viel, aber man arbeitet damit, deswegen. Ja, es ist nicht das Schlechteste hier im Vergleich, deswegen ist das schon. Eine Genauigkeit von 0,26 habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben. Aber ich meine, die Werte wurden ja ein bisschen verändert. Ich glaube, ich hatte ja hier, die Werte habe ich mir ein bisschen länger her aufgeschrieben. Ich glaube, das sind 0,33 Genauigkeit, die ich auf dem Panzer habe. Dann muss ich das hier mal ändern. Dann hat man eine Einzelzeit von 2,76. Das heißt, das ist schon recht lange. Man bleibt stehen und dann erstmal 2,76 Sekunden, bis man dann auch wirklich eingezielt ist. Und ihr seht schon, Artillerieregen vom Feinsten. Das ist natürlich nicht das, was ich hier gerne haben möchte. Die Art ist hier im Dauerfeuer M44 und SU-8, glaube ich. Aber wir wissen ganz genau, wo die beiden stehen. Leider wissen die auch ganz genau, wo ich bin. Sehr, sehr ärgerlich. Ihr seht schon, das Replay ist auch ein bisschen her, weil da hatte der T28 noch nicht das Modell, die Modellüberarbeitung jetzt, der T28, der 8er Jagdpanzer der Amerikaner vor dem T95. Der sieht jetzt ganz schön anders aus als vorher. Da, das war halt während des Replays. So ist schon ein bisschen her, das Replay. Ich glaube so ein, zwei Monate schon. Deswegen. Also diese Genauigkeit von 0,33 und die Einzelzeit, die führen natürlich dazu, dass man auf sehr Fahrt, aus der Turmdrehung und so, dass man es dann recht schwierig hat, etwas zu treffen, wenn man noch nicht voll eingezielt ist. Das muss ich euch, glaube ich, auch nicht erzählen. Das ist ein Heavy, vor allem ein sowjetischer Heavy, das heißt Nahkampf ist er drauf gebaut, Nahkampf will er machen. Deswegen snipen einfach nicht machen. Dann seid ihr auch nicht enttäuscht, wenn die Kanone auf Distanz nicht trifft. Deswegen. Der Panzer hat eine sehr, sehr schlechte Sichtweite von, ich glaube, unausgebaut, also ohne Besatzung, ohne Lüftung, ohne Optik und so weiter, kommt man hier auf eine Sichtweite von 350 Meter. Das ist quasi nur der rohe Panzer. Die
die sehr, sehr Schlauen unter euch haben direkt festgestellt, 350, das ist aber ganz schön wenig für Stufe 8. Und ja, es ist sehr wenig. Da hat man dann zum Beispiel so einen T32 oder einen Kernerin, die glaube ich 390 oder 400 haben. Was schon extrem gut ist. Aber 350, das ist sehr, sehr ungewöhnlich auf der Stufe. Deswegen habe ich dann hier auch eine Optik drauf gebaut und alles, dass ich dann hier zumindest auf 448 komme. Verbaut habe ich auf dem Panzer eine Optik, wie angesprochen, einen verbesserten Stabilisator, damit der Zielkreis aus der Turmdrehung, aus der Fahrt nicht so aufblumt, dass es nicht so weit aufgeht. Und dann habe ich noch einen verbesserten Nachlader draufgebaut, damit ich 10% schneller nachladen, damit diese DPM doch noch ein bisschen was bringt. Die Schüsse fliegen auf der Schallmunition ca. 1000 Meter die Sekunde schnell, was ganz gut ist, und auf der Premium-Munition 1250 in etwa. Das heißt, was die Shell Velocity oder die, zu deutsch, Granatenfluggeschwindigkeit angeht, hat dieser Panzer überhaupt keine Probleme, was sehr, sehr angenehm ist. Dann wollte ich den Panzer ja noch mit anderen Panzern vergleichen. Und da gibt's dann halt nicht so viele, die dann halt dazu passen würden, so vom Spielstil auch. Ich habe dann hier den Defender einfach mal genommen und den 53 TP. Habe ich sehr, sehr schön geaimt, den Schuss gerade. Sehr, sehr gut geaimt. Unser Tiger 1, der ist ein bisschen Stock. Und wir können den Snakebite rausnehmen. Ihr habt gesehen, dass ich da auf Wadi. Ich fahre da sehr gerne hin. Habe ich ja, glaube ich, auch in einem meiner Wadi-Video gemacht. Mag ich einfach diese Position. Und tatsächlich war das die letzte Runde mit dem Panzer, was die dritte Gunmark angeht. Und 2000 Basiserfahrung haben wir bekommen, 6 Kills, 5300 Schaden haben wir gemacht und 1500 Unterstützungsschaden konnten wir sammeln. Weil wir haben uns da halt hingestellt und konnten dann natürlich auch ein paar Gegner aufklären. Und jetzt haben wir die beste Runde, die ich in dem Panzer hatte, als ich ihn gegrindet habe oder zur dritten Gunmark gespielt habe. Und auch gleichzeitig die spannendste. Und ja. Kommen wir zum Vergleich. Die Panzer haben ungefähr, also 53 TP, ES3 Defender, haben ungefähr gleich viele HP. Aber zum Beispiel der 53 TP und auch der Defender haben mehr Gun Depression, das heißt, sie kriegen das Rohr weiter nach unten. Defender 6 und 53 TP sogar 8. Das heißt, der ES3 hat einen deutlichen Nachteil, weil so ein bisschen die Flexibilität auf unwegsamem Gelände angeht. Da fehlt ihm das ein bisschen. Defender ist ein bisschen langsamer, der 53 TP ist ein bisschen schneller. Auf jeden Fall was Topspeed und Leistungsgewicht angeht. Boah, die nehmen sich da jetzt nicht so viel. Ich würde sagen, alle drei sind so auf einem ähnlichen Level. Der Defender wahrscheinlich am langsamsten, aber 53 TP und ES3 auf jeden Fall ähnlich schnell. Der Defender und der 53 TP haben mehr Alpha-Schaden. Was den Panzer, was die Panzer automatisch auf jeden Fall für mich angenehmer zu spielen macht, weil ich lade lieber ein bisschen länger nach, aber dafür habe ich dann einen dicken Schuss Schaden, als beim ES3, wo man dann fuchsig nur 390 macht. Weil da lädt man lange nach und macht mittel viel Schaden, würde ich jetzt sagen. Was man dazu sagen muss, alle drei Panzer, die ich jetzt hier im Vergleich habe, haben eine schlechte DPM von ja, 2300 noch was bis 2400 noch was. Also die nehmen sich da alle nicht so viel. Die sind deswegen auch sehr, sehr ähnlich zu spielen. Aber klar, der Defender hat ein extrem schlechtes Gunhandling, ein extrem schlechtes, sehr, sehr ungenaue Kanone. Aber der 53 TP, der zeichnet sich durch seine sehr zuverlässige Kanone auch aus. Von 0,3 Genauigkeit, davon kann der ES3 nur träumen. Aber wenn ich den ES3 jetzt hier mal so, was die TPM angeht und so, mit anderen Panzern vergleiche, dann fällt auf, hier Chrysler K 2800 DPM, der Tiger 2 2700 DPM,
Der E3 mit knapp 2500 dpm, der stinkt ja natürlich auch ein bisschen ab. Aber er ist noch so, dass ich sagen kann, oh, der passt noch. Der ist noch voll in Ordnung. Aber, ja, für die, die denn halt auch ohne Equipment spielen, ist es dann halt schon ein gehöriger Nachteil, wenn man dann dementsprechend auch so spielt. So. Ohne Equipment und sowas. Dann ist es beim Heavy natürlich auch noch ganz wichtig, wie ist denn so die Panzerung? Und bei Panzerung muss ich sagen, da ist der ES3 sehr, sehr ähnlich. Ich finde den ES3 sehr schwach, was die Panzerung angeht. Man hat eine sehr gute Seitenpanzerung, quasi 90 mm. Und dann ist über den Ketten dann noch Space Armor drüber, das heißt Shot-Panzerung. Schüsse verschwinden sehr, sehr gerne, wenn ein Gegner euch in die Seite schießt. Was auch immer der KL-90-2 da gerade vorhatte, erklärt sich mir nicht. Aber da hinten steht ein Heavy, der 45 TP und kann unspotted auf uns schießen. Fragwürdig, wieso ich da gerade überhaupt geschossen habe, weil der ES3 hier, ach ja, der ES2 solche Sachen hier gemacht hat. Und jetzt gucke ich natürlich, dass ich da auf den schießen kann. Aber ich habe ja gerade einen Schuss fliegen sehen, deswegen schieße ich auch einfach mal blind rein. Weil kann ja sein, dass ich den treffe und ich habe ihn getroffen, deswegen... Er bleibt einfach nochmal stehen und schießt nochmal blind zurück. Naja, wahrscheinlich versucht er da gerade irgendwie zu sidescrapen oder so. Was natürlich mit 45 TP nicht wirklich funktioniert. Ja, und jetzt ist er da wahrscheinlich auch weggefahren. Deswegen ist der Schuss auch gerade durchgeflogen. Vielleicht ist er auch abgeprallt, aber das sieht man ja nicht so leicht, wenn Ding wieder nicht aufgeklärt ist. Anscheinend steht er da wieder, weil er hat gerade den ES2 hier rausgenommen. Jetzt muss ich hier aufpassen, weil viel HP habe ich nicht mehr. Ja, da kann ich noch einen Schuss auf den T29 drauf packen. Und 5600 Schaden konnten wir schon machen und 2400 Abpraller. Oder 45 TP steht da hinten und schießt da auch die ganze Zeit hier hin. Er fährt da wahrscheinlich kurz raus, schießt und fährt zurück. Sofort. Hat wahrscheinlich durch die zwei Schüsse, die ich da blind auf ihn geschossen habe, gelernt. Und jetzt kommt hier der gegnerische ES3 an. Er ist Stock. Das heißt, ich habe hier auf jeden Fall einen gehörigen Vorteil. Nochmal zum Thema Panzerung. Die Oberwanne, die ist auch nicht wirklich stark. Natürlich, Unterwanne ist ein Weak Spot. Das ist eine Schwachstelle, da kann man gut durchschießen. Aber bei der Oberwanne, gerade wenn man so leicht links, rechts zum Gegner steht, dann ist halt die Schulterplatte, die man halt sieht, weil es ist quasi so eine High-Schnauze, eine zulaufende Wanne. Das ist, je mehr man dem Gegner zeigt, oder je mehr man winkelt, desto leichter wird es für den Gegner, dort zu durchschlagen. Hier habe ich ihm gerade ein bisschen zu viel Seite gezeigt, deswegen ärgerlich. Was ich jetzt mache, ist etwas, was man mit dem ES3 sehr, sehr gut machen kann, wo man aber natürlich auch aufpassen muss, dass man ebenes Gelände hat. Ich mache jetzt hier den Reverse-Sidescreen. Das heißt, Arsch in Richtung Wand und dann halt die Seite anwinkeln, so dass man darauf schießen kann. Oder dass der Gegner dann halt nur die Seite sieht und halt weder das Heck noch die Front sieht. Oder halt auch die Unterplatte nicht sieht. Da kommt jetzt der T29 an. Das könnte jetzt sehr, sehr eklig werden. T29 prallt zum Glück ab oder schießt in unsere Kette. Und jetzt habe ich noch zwei Schüsse übrig. Eine HE und eine APC. Muss ich hier auf den Black Prince schießen. Der Black Prince auf HE unterwegs, das heißt, ich weiß, ja, meine Runde ist jetzt quasi vorbei. Muss ich jetzt hier auf jeden Fall aufpassen. Aber er hat wieder auf Schirmmunition gewechselt. Und ich kann da den ES3 rausnehmen. Das, was sehr, sehr wichtig ist. Jetzt muss ich hier das Weite suchen, weil der Black Prince ist gerade abgelenkt mit dem Ragnarök, der hinter ihm steht. Das heißt, ich habe jetzt hier genug Zeit, um wegzufahren. Um hier zumindest hinter das Wrack zu kommen. Ich signalisiere jetzt auch meinen Mitspielern, dass ich keine Munition mehr habe. Weil das ist auch ein, ja, ich würde schon sagen, ein kleines Problem von ES3. Weil er hat einfach nicht viel Munition dabei. 30 Schuss, das ist in solchen Situationen sehr wenig. Oder nicht 30, 28 hat er, glaube ich. Das heißt, dass man manchmal einfach nicht damit arbeiten kann. Oder in manchen Situationen ist der Panzer auch einfach leer geschossen. Und man hat die Angst so, oh, ich habe noch ein, zwei Schüsse übrig. Es könnte eng werden. Jetzt muss ich hoffen. Haben wir es gerade gesehen? Die Badger hat da an unsere Seite geschossen. Da ist der Schuss von ihr verschwunden. Und der Ragnarök kann sie rausnehmen.
Dafür ist jetzt leider auch unser Eber Hotchkiss gestorben. Jetzt sind es nur noch der Ragnarok und ich. Ich habe keine Munition mehr. Das heißt, er muss es machen. Er muss das jetzt alles klären. Was mir jetzt natürlich auch ein bisschen die Sorge gibt, weil ich den Spieler nicht einschätzen kann. Ich glaube, er hat schon die ganze Runde lang gut mitgespielt. Aber jetzt muss er natürlich auch noch umso mehr liefern. Jetzt da jetzt hinter mir rechts oder hinter mir links auch ein Gegner aufgeklärt worden. Und die Gegner wissen, dass ich jetzt hier keine Munition mehr habe. Da kommt jetzt hier der Werwolf rein. Ragnarök passt auf und löscht den Werwolf. Jetzt hat er gerade den Ragnarök seinen zweiten Schuss aus dem Magazin daneben getroffen. Kann jetzt aber den dritten Schuss machen. Und jetzt muss ich mich umdrehen, weil der Ragnarök ist am Nachladen. Das heißt, ich muss jetzt hier dafür sorgen, dass ich da zum Black Prince komme. Weil der Black Prince, der... ist es der Black Prince? Ja, genau. Ich muss jetzt hier dafür sorgen, dass der dann dazu verleitet wird, auf mich zu schießen. Nochmal, auf Panzerung nicht. Ich komme die ganze Zeit vom Thema ab. Wieso ich hier gerade mein Rohr repariere? Ich kann es ja gar nicht nutzen. Der Ragnarök umfährt ihn gerade. Aber Panzerung, Mann! Die Turmpanzerung ist sehr, sehr gut. Man hat eine Kommandantenluke, die man gut treffen kann oder die nicht so schwer zu treffen ist. Aber man hat dann halt die Oberwanne, die wirklich nicht stark ist. Und Unterwanne ist halt Weakspot. Und Seitenpanzerung ist ganz gut. Man kann ein bisschen Sidescrapen, aber halt Schulterblatt. Muss man aufpassen. Wir haben fast 7000 Schaden gemacht, 5 Kills. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst wirklich gerne ein Like da. Und ich habe gesehen, nur 53% meiner aktiven Zuschauer haben diesen Kanal abonniert. Ihr würdet mir damit eine große Freude machen, diesen Kanal zu abonnieren, sofern ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.